Hallo, ich wollte mich noch mal kurz melden, bevor ihr so ins Wochenende startet. Ja, ich hoffe, euch geht soweit gut. Ich wollte euch kurz die Neuigkeiten erzählen, was es bei uns so auf der Workstation, also die Workstation ist ja unsere Arbeitsseite, was ich da quasi gefunden habe. Denn am Montag kommt ein neuer Buddy. Ein Buddy passend oder aus unserer Glamour-Kollektion. Glamour-Kollektion, ihr wisst, wir hatten letzt erst so ein ganz tolles Einhorn und wir hatten Spiffy und Posh. Ja, und da ist die Gute nämlich schon. Lovely oder Lovely? Egal, auf jeden Fall eine total süße Lama-Dame. Richtig, richtig süß. Ich finde, sie passt super in die Kollektion mit rein. Hat hier goldene Füßchen, hat, das wollte ich schon bei mir so machen. Ja, hat hier Öhrchen mit auch Goldakzenten und ich vermute an den Händen, an der Fläche hat sie das auch. Also, unsere Buddies sind richtig toll, die haben eine richtig tolle Größe, sind total weich und kuschelig, sehen immer, also finde ich zumindest, sehen immer echt genial und süß aus. Und das Tollste, sie können riechen, indem ihr den Scentpack reinpackt. Denn ein Scentpack ist ja bei jedem Buddy beim Kauf dabei. Unsere Lovely Dame kostet, unsere Lama Dame kostet 50 Euro. Da ist der Scentpack dabei. Den dürft ihr nach eurem Duft aussuchen, den ihr am liebsten hättet. Genau, und das Ganze fängt an am Montagabend 20 Uhr ab. Da findet ihr sie im Shop. Mit den Zweien aus dem Tresor zurück. Ich weiß, dass unser Faultier auch ein richtiger Renner war und ist. Genauso wie die Pudeldame. Die ist auch total süß und weich und kuschelig. Die sind alle total süß, weich und kuschelig. Also auch mein Kleiner fährt auf die ganzen Buddies total ab. Der liebt die alle. Das sind seine dallen Freunde in der Kuscheltierwelt. Genau. Und da ist wie gesagt ein Sandpack dabei. Ihr müsst den nicht reintun. Ne? Also ich weiß, dass manche Mamis vielleicht das nicht möchten, dass deren Kuscheltiere, also von den Kindern die Kuscheltiere schnuffeln und gut riechen. Die Kinder können da genauso ihren Schnuller reinstecken. Manche verstecken auch, mein Sohn auch, versteckt da mal sein Naschen drin, dass ich es nicht finden kann. Ja, und den Scentpack, das Duftsäckchen, könnt ihr überall hinlegen. Also Schuhschrank, Kleiderschrank, in die Sporttasche schmeißen. Manche hängen es auch ins Auto. Legen würde ich es nicht, weil die sind auch gefüllt mit so Gelkügelchen und nicht, dass das vielleicht in der Hitze doch irgendwie Spuren auf der Armatur macht. Habe ich noch keine Erfahrung dazu. Würde ich auf jeden Fall nicht so raten. Mein Gefühl sagt mir, ich würde es irgendwie hinhängen, jetzt wo es warm ist. Aber genau, euer Sandpack ist ja eigentlich für den tollen Buddy gedacht und vielleicht wollt ihr den da ja auch reintun. Ich stelle euch jetzt dann, dass das Ganze nochmal ein bisschen übersichtlicher für euch ist, hier unten lasse ich es mit einblenden. Und dann war es das jetzt auch erstmal von mir. Genau, weil mein Großer kommt gleich von der Schule, dann geht es ab zum Friseur. Den Kleinen, ja, den nehmen wir jetzt halt mit. Ich meine, der kann ein bisschen frische Luft schnappen, tut auch mit Husten und Schnupfen richtig gut. Genau, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal ein total schönes Wochenende, denn ich bin morgen nochmal arbeiten. Das heißt, auf meiner Seite hier wird es vermutlich etwas ruhiger. Und genießt das schöne Wetter, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und ich würde sagen, wir hören und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.